So, wir melden uns hier nochmal aus der Sporthalle an der Reiferbahn. Man nennt sie auch die Hölle. Heute ein grandioser Sieg für die Schweriner, 40-37. Es war nichts für schwache Nerven. Herrn Bartlau haben wir schon gefragt. Ich frage auch nochmal Herrn Jens Molko. Habt ihr eigentlich an euren Armbändern, an den Uhren, was für den Puls? Es ging ja heute hin und her. Es wurde sehr viel gestikuliert. Es war heute wirklich nichts für schwache Nerven. Trotzdem muss ich natürlich die Frage stellen. Und der Gästetrainer hat natürlich das Wort hier in Schwerin. Vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht ein Statement zum Spiel. Es war verrückt. Große, ich sag mal, Punkteabstände, dann wieder rangekommen, dann wieder in der ersten Halbzeit doch wieder Abstand verloren, dann wieder aufgeholt. Also es war gar für alles. Sagen Sie mal selber was. Okay, also erstmal, ich kenne das mit dem Pulsschlag, so spielt meine Mannschaft eigentlich schon die ganze Saison. Und ja, ich denke, erstmal Glückwunsch an Andreas, an meinen Trainerkollegen und an seine Mannschaft für die kämpferische Leistung. Ich denke, ihr wart heute gerade in der ersten Halbzeit, wart ihr uns kämpferisch überlegen, auch von der Einstellung. Und der entscheidende Unterschied war nicht nur das, sondern dass auch eure Torhüterin uns viele grandiose Bälle weggenommen hat. Wir haben allein 23 Bälle unter einem 4-7 Meter verworfen. Und das war heute einfach der Unterschied. Beide Mannschaften haben, denke ich, ohne Abwehr gespielt. Das hat man heute gesehen. Das ist auch, glaube ich, der Schwachpunkt beider Teams. Aber der Sieg geht am Ende in Ordnung, weil wir haben die erste Halbzeit völlig verschlafen. Eine Frage gleich nochmal hinterher. Ist damit zu rechnen gewesen oder hat der Trainer, der Jens, gesagt, du, wir fahren hier nach Schwerin, ist bekannt hier die Stimmung, wir müssen alles geben. Von der Tabellensituation sieht das ja für euch entspannter aus als für Grün-Weiß Schwerin. Oder ist das so wie oft im Sport, dass man das vielleicht eventuell doch unterschätzt, den einen oder anderen Gegner? Oder hat man gesagt, du, in Schwerin kann alles passieren? Also erstmal habe ich das heute erwartet, dass das Spiel kampfbetont wird, weil Schwerin musste heute gewinnen, um nicht den Abstand total auf uns, sage ich mal, auf, ja, es wären 9 Punkte gewesen. Und das wäre natürlich schon eine ganze Menge. Ich habe es erwartet, die Stimmung war super. Also das gerade Kompliment dafür, so soll das ja auch sein. Davon lebt der Handball, das hat man auch gesehen an der Spielweise. Eure Mannschaft war hoch motiviert. Ja, und ist alles okay, ist alles gesagt, denke ich, zu dem Spiel. Die Saison ist noch lang und es wird noch weiter spannend. Und ich wünsche meinen Kollegen alles Gute. Jens bleibt aber hier noch kurz stehen und kommt wieder ein bisschen dichter mit ran. Herr Bartlau, der Sieg oder Andreas ist eingefahren, auch auf eurer Seite. Was war los? Es ging ja wie die Feuerwehr los, dann hatten wir schon gesagt, der Jens hat es ja auch schon analysiert, dann war wieder alles möglich für beide Teams und dann ging es auf einmal weiter. Ja, also zunächst erstmal ist es ja so, dass wir gewarnt genug waren. Die SG hat ja einen furiosen Start hingelegt in dieser Saison und mit 13 Punkten Platz 6, das ist in Ordnung und wir wollten natürlich hier zu Hause, sage ich ja immer wieder, unseren Bonus wahren und hier ist so einiges möglich und hier werden vielleicht auch noch der ein oder andere stolpern, ich hoffe es jedenfalls. Aber ich muss auch dazu sagen, dass wir auf beiden Seiten heute sicherlich ohne Abwehr gespielt haben, aber für die Zuschauer muss ich sagen, 77 Tore in 60 Minuten zu sehen, ich würde sagen, da würde ich doch mal ein Fußballspiel vom Fernseher sein lassen und mal in die Halle gehen, denn das war heute Werbung, sage ich einfach mal so. So, und dann ist ja heute noch der 6. Dezember, Nikolaus, dann hat ja der Verein hier heute zu Hause seinen Fans auch ein zusätzliches Geschenk gemacht? Ja, naja, gut, ein Geschenk. Wir mussten uns das Geschenk schon hart erarbeiten, das muss ich schon mal so sagen. Aber wenn es der Punktestand zulässt, dann bringe ich ihm vielleicht das Osterei im nächsten Jahr mit.
So, dann habe ich noch mal eine Frage an beide Trainer. Gehe ich jetzt noch mal zurück rüber zu Jens. Wie geht es jetzt noch dieses Jahr weiter? Für Grün-Weiß steht schon fest. Das war ja das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Und was sind denn noch bei euch? Heimspiele stehen nur an oder nur Auswärtsspiele? Nee, wir haben jetzt noch zwei Heimspiele gegen den dritten und zweiten, gegen Buxtehude und Schwartau. Aber es ist ähnlich wie bei meinem Kollegen. Man muss zu Hause seine Spiele gewinnen. Zu Hause sind wir noch ungeschlagen und wir werden sicherlich diese Partien zu Hause versuchen, noch eine kleine Überraschung zu schaffen. Das ist uns jetzt ein paar Mal gelungen und ich hoffe noch, dass es zwei Punkte gibt bis Weihnachten und dann sind wir absolut im Soll und das ist okay. So, Andreas, und wie geht's weiter mit Grün-Weiß? Also wir keine Spiele mehr zu Hause, also auch nicht bis zum neuen Jahr. Wir fahren am nächsten Wochenende nach Berlin zum TSC und dann beginnt ja auch schon die Rückrunde und fahren dann nochmal im Wochenende drauf nach Kropp, Tettenhusen. Und ja, Ziel waren es, 12 Punkte zur Winterpause zu haben. Das hat nicht ganz geklappt, aber vielleicht ja doch noch. Ja, also dann bleibt mir für unsere Gäste hier aus Berlin angenehme Heimreise. Kommt aus Hennstedt, Entschuldigung, das ist ja bei Hamburg. Ich war jetzt eben bei ProSport 24, weil ich da noch eine Frage stellen wollte, aber die hat sich schon erübrigt. Das ist ja das einzige Team ohne Punkte. Wie schätzen Sie das ein oder du? Also ich schätze das so ein, für die Mannschaft muss das natürlich von der Moral... Obwohl die sich immer gut verkaufen. Moral ist es aber bitter, sie verkaufen sich gut, aber irgendwann braucht man als Aufsteiger auch mal dieses Erfolgserlebnis. Und ich glaube, so leid mir das tut, der Abstand ist schon zu doll inzwischen. Und ja, ich hoffe natürlich auch für diese Mannschaft, dass sie irgendwann mal siegen, vielleicht nicht gegen uns, aber sie sind einfach im Moment, denke ich, doch zu schwach für die Liga. Also wir sagen hier nochmal aus der Sporthalle, dann an der Reiferbahn auf Wiedersehen bis zum nächsten Jahr. Und wir können es ja dann heute schon mal vorwegnehmen, weil wir uns hier dann nicht mehr sehen. Den Handballfans hier bei Grün-Weiß und auch den Fans hier mitgereist aus Hennstedt, Wolfsburg, hier genau. Sagen wir ein schönen Nikolaus, dann kommt ja irgendwann Weihnachten, dann noch einen guten Rutsch. Und Grün-Weiß müssen wir dann nur noch in der Ferne beobachten, in den Auswärtsspielen. Und wir haben ja die Tabellensituation im Blick. Es gibt ja Medien und dann gibt es ja noch ein Rückspiel. Und da wird es sicherlich ähnlich heiß hergehen. Was habt ihr für eine Halle? Wir haben eine Zweihalle, eine sehr große Halle, ähnlich wie hier. Und wir spielen aber gegen euch in der Kleinhalle in Kistorf, in einer ganz engen Halle, wo die Zuschauer am Feld stehen. Und ich denke, dann gibt es eine Antwort, eine sportliche Antwort. Mit wie vielen Zuschauern dürfen wir denn rechnen? Das kann ich nicht sagen. Also vielleicht 150 bis 200. Das kommt auf den Tabellenstand sicherlich an, weil das ist ja dann das vorletzte Spiel der Saison und das könnte ja nochmal entscheidend sein. Und schaffen wir es beide, dann trinken wir hinterher, denke ich, zusammen ein Bier und feiern gemeinsam. Also, so soll es sein. Der Jens und der Andreas, beide Trainer, standen mir nochmal Shake Hand zur Seite und wir sagen Tschüss hier aus der Sporthalle an der Reifermann, genannt die Hölle. Habt ihr vielleicht auch noch einen anderen Namen. Bis dann und zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.